verkaufe ich jetzt aber nicht. Sprechen! Gavlan will, Gavlan deal. Ich glaube, der sagt auch jedes Mal das Gleiche. Gavlan wants soul. Many, many soul. What you want? Wer kann das schon von sich behaupten, trinken zu können und gleichzeitig reden? Gavlan, you will, you deal. Gavlan will. Okay. Ein Lebensstein. Okay, gehen wir mal hier ein bisschen weiter. Oh. Akimbo-Echse. What the fuck? Lol. Ja, was machst du jetzt? Jetzt hast du nichts mehr. Jetzt wieder boxen. Ernsthaft. Oh, der hat aber einen harten Schlag. Gürm. Alter irdischer Stein. Was ist das denn? Alter irdischer Stein. Oh, dass man es immer suchen muss, was das ist. Ist doch scheiße. Alter irdischer Stein. Ist das wieder eine Material hiervon? Ja. Irdische Kräfte. Fällt mir gerade ein, kann ich mein Symbol hier legen? Nein. Oh nein, du Sau! Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her! Oh nein, ernsthaft? Wer ist er denn? Die sind echt die schwierigsten Gegner im ganzen Spiel, muss ich echt sagen. Okay, da komme ich nicht hin. Was hat das mit diesen Fackeln auf sich? Da geht's ziemlich tief runter. Darüber hinaus habe ich generell das Gefühl, dass ich hier schon so weit bin, dass es hier weitergeht. Da fragt man sich echt, wie wollen die Gegner, die ich hier die ganze Zeit bekämpfe, durch diese schmalen Gänge kommen? Wo bin ich denn jetzt? Ich habe Angst. Lichtsteinbucht. Das konnte ich gar nicht so schnell lesen. Verbrennen die Leute? Hier sind eine Menge Items. Da steht ein Gegner drin. Lol, wer ist er denn? An dem ist doch was faul. Warum liegen da so viele Items drumherum? Arme Seele. Lol, die sind alle an dem Typen verreckt? Muss ja wirklich Wahnsinnskrieger gewesen sein. Ich fühle mich hier nicht sicher. Irgendwie ist das...
Oh nee, ne? Warum das denn jetzt? Ich bin doch überhaupt nicht menschlich. La 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 la, habe ich mich erschrocken, Alter. Glatterseitiger Stein. Ich habe jetzt hier mal gerade eben 46.000 Seelen. So, ich wollte gerade sagen, einmal wenigstens verneigen vorher. Sieht zumindest so aus, als wenn er nur physischen Schaden macht. Und ich habe zum Glück 100% physische Verteidigung. Er aber durch sein Schild, glaube ich, auch. Hm, das war schon mal gut für mich. Oh yeah! Auch wenn es nicht wirklich viel Schaden ist. Ah. Komm her, Digga. Also wenn ich jetzt nicht gleich wieder total nervös werde, ich muss mir Zeit lassen. Ich kann es schaffen. Ich darf jetzt am Ende nur nicht wieder unruhig werden. Oh. Oh, ich hätte weitermachen sollen. Er war gestunt. Nein. Oh nein. Glück gehabt. Ich bin ein Idiot. Ich bin so ein Idiot. Wirklich. Aber ich heile mich jetzt nicht. Das wäre unehrenhaft. Ja, verdient. Ich bin so ein Idiot, ne? Ätzend. Zu viel versucht. Ich hätte es machen können. Ärgerlich. Richtig ärgerlich. Ich bin ein Schwein, ey. Abgang. Wahnsinn, hab ich ein Schwein. Und aber auch ein Pech. Grimm. Also ich hole jetzt meine... Was mache ich denn jetzt? Ein bisschen würde ich ja nur meine Seelen holen und wieder abhauen. Aber irgendwie fasziniert mich das da oben auch. Ich will da mehr... entdecken, erforschen. Oh, das ärgert mich. Triffst nicht. Dong. Ich hätte echt klar machen können. Ich ärgert mich wirklich ein bisschen, ey. Ihr lacht euch wahrscheinlich jedes Mal tot, wenn ich wieder einen auf den Senkel kriege. Du kleines Kröppelfee. Ja, mach ich einen Abgang. Was will ich denn mit diesem ganzen Grüm-Scheiß, ey? Ach, da wurde ich invasiert, ey. Ah, ich ärgere mich so, ich hätte es so machen können. Seine Strategie war einfach, wenn er mich einmal trifft, dann bin ich ja so halb gestunt. Also ich wanke dann ja so nach hinten. Das war seine Strategie, dadurch dann halt die nötigen Hits zu bekommen.
keine schlechte Idee eigentlich. So. Dann fangen wir mal die ganze Sache nochmal von vorne an. Ist das hier ein altes Goldschürferlager oder was? Schön simultan schlagen. Au! Au! Die verfluchen mich schon wieder. Ich habe mich auch eben schon gewundert, warum deren Waffen so komisch schwarz scheinen. Willst du mich eigentlich total verarschen? Was sind das denn da vorne für Gegner? Huch. Oh, ein Leuchtfeuer. Ja, gleich mal aktivieren. Auch wenn dann alle Gegner wieder da sind. Kann ich denn hier mein Symbol hinlegen? Kann ich! Einfach mal machen. Gucken, was so passiert. Was war denn hier alles? Kameraführung 1A. Ja, Leute, hier werden wir uns auf jeden Fall ordentlichst lange aufhalten können. Was sind das? Das sind Schweine. Hui. Ah, nicht gut. Woo. Ein verfluchtes Minenarbeiterdorf. Damals in den Goldminen wurden sie versklavt und sind nun verflucht, auf ewig zu schürfen. Immer auf der Suche, von ihren Herren erlöst zu werden, die es aber schon lange nicht mehr gibt, sind sie dazu verdammt, auf ewig in diesem Dorf zu bleiben. Bla bla bla. Wie komme ich hier in dieses Gebäude rein? Da ist eine Truhe. Weiß ich noch nicht. Muss ich rausfinden. Vielleicht darüber springen. Du Idiot, du hättest jetzt in das Gebäude springen können und mir die Truhe öffnen können. Kann ich das Ding umnippen? Jo. Nailed it. Scheiße. So kam ich nicht da rein. Ja. Aber so kriege ich wenigstens diesen Pfeil. Na! Gürm, doch nicht. Ich muss mir das ja eigentlich merken. Ich bin ja in den, da unten in den Minen, nenne ich das jetzt mal, bin ich ja eigentlich noch nicht fertig. Aber hier oben kann man ganz schön gut, komme ich gut klar. Boah, was war das? Hä? Ein Torso. Hier drin war das Feuer, okay. Lass mich durch. Was war hier drin? Nichts. Ja, dann habe ich, glaube ich, jetzt hier alles. Nee, das hier noch nicht. War auch nichts drauf. Na gut. Okay, dann gehen wir mal hier oben lang. Längs, hin, wie auch immer. Ich soll in den Brunnen springen? Ist das euer Ernst? Oh, was? Oh, tatsächlich? Eine Weihwasserurne. Lul? Komm ich jetzt hier raus? Im Haus. Ja, lol. Witzig. Kein Mimik. Es ist schon peinlich eben, ey. Ich wusste, dass es ein Mimik ist. Und ich sterbe sogar dran. Menschenbild. Oh, ist okay.
Ja, dieses Rätsel also auch gelöst. Fein. Brauche ich es also gar nicht erst auf meine Liste schreiben. Und dann geht es jetzt hier weiter. Sieht natürlich schon geil aus. Cool. Mithril. Das sind keine Goldminen, das sind Mithrilminen. Was zur Hölle? Alter, hab ich mich erschrocken. Ja, schön gemacht. Ne? Du sollst dann hier die Seele aufnehmen und in dem Moment fällt dir dann dieser Kieselstein auf den Kopf oder was? Sehr nett, sehr freundlich. Vielen Dank. Hier ist noch so einer. Abgang. Seele eines tapferen Krygers. Boah, wie weit das da runter geht. Krass. Krass, krass, krass. Jungs, ruhig bleiben, jeder kommt ran. Ach komm, ich hab mich weggerollt. Ja. Oh. Gegenstand aufnehmen. Flammenschmetterling. Sehr gut. Gehen wir mal weiter. Vision vom Boss? Was? Was? Große Telanet-Scherbe. Und dann immer drei auf einmal. Null. Das interessiert die anderen überhaupt nicht. Ist okay. Licht aus. Ich bin ein Idiot, in dem Moment nehme ich das scheiß Schild runter aus Versehen. Oder lassen wir es mal darunter laufen. Ich bin aus Versehen von der Taste abgerutscht. Öffnen. Oh. Hallo. Hallo. Oh, die Löcher, da mag ich gar nicht. Das zünde ich mal an. Das Feuer meine ich jetzt, ne? Ich glaube, es ist 9 Stück. Ja, kann man mal machen. Entzünden. Wusch. Das ist ein Mimik. Ih, da ist eine Spinne in dem Loch. Und da auch. Und da auch. Und in jedem Loch ist eine Spinne drin. La la la. Oh, sie steht direkt vor mir. Oi. Einer nach dem anderen. Null. One hit. Haha. Haha. Oh, und sie will nicht. Weil sie hat schon abgekriegt und sie will nicht mehr. Das Ding da übrigens mittendrin ist ein Mimik. Doch nicht. Das hatte eben in dem Feuerschein so weiße Ränder. Was ist das? War auf jeden Fall eine Falle. Schwerer Bolzen. Hilfe. Ich hole mir jetzt erst Feuer hier hin. Ich weiß zwar nicht warum, aber irgendwie... Ne? Ne?